Ja, herzlich willkommen zurück zu einem neuen ETS-2-Video hier vom Cruising the Balkans DLC. Ach, Event, meine Güte. Hier mal bekommen wir es noch hin. Wir befinden uns immer noch hier in Skopje im Westbalkan DLC. So, Westbalkan DLC, Cruising the Balkans Event. So, meine Güte. Kriegen wir doch mal irgendwann hin. Schauen wir mal auf die Karte. 200 Kilometer. Minimum müssen es sein und es, hoppala, es muss halt weiterhin hier so im Gebiet von, ja, entweder muss es Albanien sein, ich glaube Bitola würde jetzt auch noch gehen, da sind wir dann durchgefahren und so. Dyrrhes geht auch, also entweder nach Albanien, wir dürfen nicht mehr nach Skopje, das müssen ja, ich glaube das ist ja mit den Lieferungen, also das ist ja quasi getrennt aus den Lieferungen. Es gab auch mal eine Aktualisierung der ganzen Karte. Wie gesagt, Halloween-Events fahre ich nicht. Slowenien ist, glaube ich, mit dabei. Ne? Dann könnten wir vielleicht sogar Luftfahrt nach Slowenien. Vorher war es nämlich was anderes gewesen, als ich gerade geguckt habe. Da wären es, ich glaube, Leben drin gewesen. Aber irgendwie. Einmal das Ganze aktualisiert oder einmal zu lange gewartet, war es nicht mehr da, aber ich glaube, Slowenien würde auch gehen. Wären halt wieder länger. Ha. Ja, Slowenien würde auch gehen. Fahren wir nach Slowenien oder machen wir eine kürzere Strecke? Ich gehe mal auf Preis pro Streckeneinheit. Ich glaube, es ist in diesem Fall gar nicht mal so verkehrt. Weil wir halt nicht ganz so viel Geld haben. Da können wir zumindest das Beste rausholen. Serbien. Von Skopje nach Belgrad. 471 Kilometer wasserfreies Ammoniak. Das klingt doch mal gar nicht verkehrt. Also, das zu fahren. Ja, für 22.000. Ich meine, 45,80 € pro Kilometer. Ist nicht verkehrt. Steppen ein bisschen mehr. Ist schwer gut, eine Standardlieferung und ADR Klasse 2. Das müssen wir wahrscheinlich dafür nochmal ein paar Pünktchen erfahren wir. Wir fahren sogar gar nicht durch den Kosovo, wir fahren halt wirklich von Nordmazedonien dann Serbien an Niš vorbei und ich konnte es mal aussprechen. Kragujevac, glaube ich. Ich hab's vergessen. Ich glaube. Ah ne, Split war ja bei Kroatien. Ja, würde ich sagen, nehmen wir, ne? Wasserfreies Ammoniak. Von Balkan Loco? Ich glaube Loco. Zu das Schema. Nehmen wir mal mit. Was? Ja, mit wem denn sonst? Also Standardgut ist es ja auch. Es ist ja kein Schwergut. 22.000, nicht so viel wie jetzt das letzte Mal. Was haben wir gefahren? Post. Irgendwas mit Post. Irgendwas mit Postpaketen waren es gewesen. So, Zeit zu gehen. wir die 60 Kilometer zurück. 60, 36 Kilometer. Ne, 33 sind es, aber denselben Weg zurück. Ich habe in den Einstellungen nichts gemacht, das heißt, ich werde wieder Spaß haben beim Meditieren. Das anzupassen. Zeitlich gesehen. Kann ich noch nicht sagen, wie lange wir brauchen. 5 Kilometer mehr. Also, ich habe jetzt einfach nochmal wieder ETS2 aufgenommen, einfach um nochmal eine kurze Aufnahme zu haben, bevor ich gleich einkaufen gehe. Ich denke mal, danach werde ich auf jeden Fall nochmal. Das war knapp. Halloween-Auftrag fahren müssen. Das war jetzt gerade kurz ein bisschen verwirrend.
So, beschleunigen wir wieder auf 85. Jetzt können wir gut abbremsen. Haben wir einiges geladen. Wie viel haben wir gleich geladen? 25 Tonnen, genau. Es war ein bisschen mehr als die 11 Tonnen. Ich glaube, waren Postpakete, irgendwas. Aber ich fahre einfach besser Strich 80 dann auch und nicht 85. Wobei. Ich gehe einfach mit dem Retarder wieder ein bisschen runter. So, mit dem Tempomat runter, damit der Retarder ein bisschen mehr eingreift. Vor allem, wenn wir jetzt gerade nur so eine gerade Strecke haben, dann geht das eigentlich auch ganz klar. Ja, genau. Also, ich werde auf alle Fälle nochmal später nach dem Einkaufen dann in ATS rumgurken im Halloween-Auftrag, einfach weil time is running. Wir haben den 4. November, das Event geht nur noch, das Halloween-Event, nur noch bis zum 14. Das heißt, ich habe nur noch 10 Tage. Es wird verdammt eng. Ja, danke. Driften läuft. Biege nach links ab. Immerhin hat man jetzt einen quietschenden Reifensound beim Driften. Oha. Geiler Bus. Was mir auch gerade wieder eingefallen ist, also wie gesagt, wir sind halt noch 9 Fahrten und ich habe, glaube ich, lass mich lügen, heute, morgen eine Fahrt kann ich noch machen. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme. Ehrlicherweise. Wobei eigentlich schon. Okay, wir fahren los. Müsste hinhauen. Zumindest ab Dienstag dann wieder ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, ob Donnerstag habe ich dann wieder frei und dann wieder Samstag und Sonntag ab 15 Uhr. Also sollte eigentlich passen. So, haben wir jetzt wieder Probleme wie beim anderen Auflieger? Nee. Ein Glück. Hier keine Probleme. Schick, schick, Balkan Loco, tatsächlich. Ach ja, ist schon echt, dass man auch jetzt eigene Auflieger haben kann. Das einzige, gut, ich weiß ja nicht, ob es wirklich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es so ist, ob man wirklich viele Variationen hat, was man, hätte ich mal nachgucken können, ne? Was man so an. Super. Die schlagen aber auch keiner mehr. Was man so an Paintjobs und so haben kann. Für den Auflieger. Oder für die einzelnen Auflieger, besser gesagt. Das ist auch nochmal, glaube ich, ein Unterschied. Aber es gibt ja jetzt mit diesem, mit dem Cruising the Balkans Event fast wie ein DLC gesagt. Ich konnte es noch retten, bevor ich es ausgesprochen habe. Da gibt es ja zumindest auch einen Paintjob, sowohl für Truck als auch für Trailer. Und auch ein sehr, sehr schönes, finde ich. Also ich glaube, das wird echt so ein Fave sein, mit beidem zu fahren dann. Das ist halt das Gute an den Events,
wenn ein neues DLC draußen ist, dann ist ja... Zu viel Schwung. Dann gibt es ja meistens mittlerweile... Also sonst gab es immer Paint Job nur für einen Auflieger. Für einen Truck. So zu meinen Zeiten, wo ich es noch konnte. Aktiv, aber dann gab es ja irgendwann auch für den Trailer, was super nice ist. Dass man da ein bisschen mehr Variation hat. Dann wollen wir mal auf 80, eine 7-Stunden-Fahrt. Wir sind dann. Was? Gegen 9 Uhr sind wir da, okay. Dann wollen wir mal auf nach Belgrad. War's gewesen. Das war ein bisschen schnell. Es war jetzt ein bisschen schade, dass man nicht wirklich viel von der Landschaft und so sieht, aber dem ist halt so. Ich denke mal, wir werden auch auf alle Fälle bestimmt nochmal hier in diese Richtung fahren. Das heißt, ihr solltet auf alle Fälle in Windows Note notieren, dass dann Skopje und Belgrad draußen sind für Anlieferung. Ich meine, prinzipiell eigentlich nicht nötig. Ich meine, es waren sind ja ungefähr 40, waren das 40 Städte? Ich habe irgendwas mit 40 gerade im Kopf. Was Städte betrifft. Ich weiß aber gerade nicht, ob das jetzt vom Road to the Black Sea DLC war oder vom West Balkan DLC. Aber ich glaube, da haben wir eigentlich eine gute Auswahl. So, gehen wir mal langsam runter. Das geht gleich wieder runter auf 50, glaube ich, oder auf 40, eins von beiden. Mindestens auf 50 und da wir einfach durchfahren können, gehen wir runter auf 30. In der Hoffnung, dass wir das schon vorher schaffen. Vielleicht mit einem Rutsch durch. Oh, vielleicht ja. Das war mir aber zu riskant. Aber ich meine, es waren 30 oder in Frankreich 35. Wenn ich jetzt so näher drüber nachdenke. Aber wir haben im Grunde genommen, das sind jetzt 2 Tage, dann nächste Woche auch nochmal gut 3. Dürfte eigentlich zeitlich hinhauen. Was das Halloween-Event betrifft. Allerdings gibt es da ja auch nur fürs Interior, meine ich, Sachen. Was ein bisschen schade ist, aber ist halt wie es ist, ne? Und wir zur nächsten Maut. Aber das ist ja auch normal so. Hier links könnten wir einmal durch. Oder auch nicht durchrutschen. Aber wir können Geld zahlen, weil wir haben so viel Geld. Wir sind ja Millionäre. Auf dem Profil. Dann nehmen wir halt die langsame Route, bleiben uns ja nichts anderes übrig. Mittlerweile. Vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil dann komme ich auch wirklich durch und
Bretter nicht irgendwie wieder 3% mir kaputt, wenn ich hier reinfahre. Wie ich es ja Bobtail geschafft habe. Was? Wo kann auch auf 90? Wir haben noch einen World of Trucks Auftrag. War das nicht 85 begrenzt? Und sogar 80? Ich bin verwirrt. Wundert mich gerade ein bisschen. Ich meine, das ist aber begrenzt auf 85. So wie es bei ATS auf 65 begrenzt ist. Bei 65? Wäre ja eigentlich auch äquivalent zu 90. Nicht mal wirklich. Sogar zu 110? Auf ihren Grenzübertritt müssen wir wieder durch die Röntgenhalle. Wahrscheinlich, oder? Wir müssen uns auf alle Fälle wieder rechts halten. Ja, wir sind ja Bus und oder LKW. Und für Bus gibt es dann auch nochmal gesondert. Und für LKWs müssen rechts. Spannend. Die Beschilderung wünscht es einem halt immer mehr, dass man auch mit dem LKW hier, auch mit dem Bus hier durchfahren kann. Durch die allgemeine Welt. Also schon Vanilla-mäßig so gesehen, ne? Ohne Mods und so. Mit Mods geht's ja klar auch, aber... Okay. Dann müssen wir auf die Schranke achten. So, wir sind vorbei. Ui, das habe ich gerade gar nicht gesehen, weil ich auf Ampel geachtet habe. Auf die Schranke, nicht auf die Ampel. Und wir sind in Serbien. Ist natürlich klar, da wir natürlich den Grenzübertritt von Nordmazedonien nach Serbien gemacht haben, aber es war ausgeschildert. Ach, ich gebe jetzt zu schnell Gas. Ich bin einfach zu sehr gewohnt, dass man dann direkt das an die Ampel, die Schranke, die Tore aufmacht. So, und dann geht's auch nochmal wieder direkt zum nächsten. Da braucht man eigentlich auch gar nicht beschuldigen. Steht da so gutes Electronic Toll Collection, okay, oder halt stoppen und mit Karte zahlen. Ich glaube, wir haben doch ein elektronisches Gerät hier drin, oder? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ehrlicherweise. Es ist aber scheinbar allgemein automatisch. Ich bin verwirrt. Aber wir können auch hier rein. Ah. Das war so weit zurück hinten, die Ampel, die Schranke, meine Güte. Die auch mit Haltebuchten. Auf dürfen 90. Ja, dann würde ich sagen, mal Pedal to the Metal, ne? Und ab nach Belgrad. Oder sind es gar keine Haltebuchten? Was bedeutet? Ich bin verwirrt, aber oh. Es ist so schön mit der Skybox, die sich hier nochmal verändern wird.
Ich glaube, das Video werde ich mir auch nochmal angucken. Einfach zu sehen, was es Neues gibt, auch was es Neues an Wettereffekten gibt. Ah, schön, wie die Sonne langsam über den Bergen aufgeht. Beziehungsweise, es ist ja noch nicht so weit, aber es wird bald so weit sein. Interessante Geröllschutzkonstrukt. Konstruktion. Schön übers Tal. Ich würde ja gerne mehr gucken, aber es ist gerade so am Längen, dass ich lieber nach vorne gucke. Okay, runter auf 80. Oder? Ja. Es bleibt bei der 80, jetzt fahren wir in einen Tunnel rein. Ich weiß nicht, ob es einer von diesen Tunneln ist, die abgesondert sind. Was war das? Oh Gott. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. War das gerade auch mit 100 Meter Abstand zum Vordermann? Ich glaube ja. Ja, ich glaube, mit dem Tunnel-Soundeffekt und so. Ich glaube, das könnte auch einfach am Rechner selber liegen, dass es nicht so ist, wie es sein sollte. Aber es wäre jetzt einfach mal nur geraten. Ich frage mich auch, warum es ein ETS 2 halt so weit aus dem Meer ruckelt als bei ATS. Im Grunde genommen habe ich eigentlich nicht mehr auf als beim letzten Mal. Sowohl was ETS-2 betrifft als auch ATS. Der Rechner ist halt einfach nur länger gelaufen. Zwar immer wieder im Standby, zum Pennen, aber um Gottes Willen. Ach, wir kommen wieder hoch auf 90, war immer noch auf 75, wahrscheinlich von den Tunneln. Hier im Grunde genommen gerade wie so eine typische, ja, was heißt typisch? Nicht typisch europäisch, aber halt so die Dörfer im Hintergrund. Mal gucken, wann der Vitale jetzt reinkickt, ne? 95, müsste jetzt nicht reinkicken. Ja, er ist am reinkicken. Kommen wir zumindest nicht höher auf als die 95, schon mal gut. Deswegen ist es, glaube ich, nicht verkehrt, auch die 80 dann zu fahren. Wenn es dann mal bergab geht, dann ist mal ein bisschen schneller, ansonsten stuck to the limiter. Also ich fällt mir dann auf, wenn ich dann das mit dem Wetter mir so anschaue und Skybox, was sich da so ändert in der 1,49. Gott, ich bin wieder zu weit links. Werde ich auch mal schauen, wie das so mit dem Used Truck Dealer ist. Ob man da überhaupt eine große Auswahl hat. Also quasi so wie ein normaler Händler. Ich gehe mal davon aus,
Und dass es nicht so ein Ding ist, dass man halt nur das bekommt, was gerade vor Ort ist. Was ja auch interessant ist, oder interessant wäre, ob man an den Händler dann den gebrauchten Truck verkaufen kann und wenn man quasi so im Konvoi fährt, dass jemand anders ihn dann kaufen kann, also dass quasi man allgemein gesehen, dass man den an den verkauft und dann prinzipiell dort wieder kaufen könnte. Oder dass der quasi im Portfolio dann auftaucht. Wäre ja ganz interessant. Noch 260 Kilometer nach Belgrad, das heißt, wir werden wahrscheinlich auch im Industriegebiet wieder anliefern. Macht ja auch irgendwie Sinn, wenn wir hier wasserfreies Ammoniak fahren, dass man das jetzt nicht unbedingt in die Stadt kutschiert zum Lagern. Ja, eher im Industriegebiet gelagert oder und gegebenenfalls weiterverarbeitet. Ich frage mich auch, warum die Spezifikation, also der warum das der Zusatz mit dem Wasser. Nein. Nix Ausfahrt nehmen. Oh. Warum der Zusatz, dass es wasserfreies Ammoniak ist, so relevant ist. Ohne mich mit der chemischen Zusammensetzung von Ammoniak auszukennen. Wobei wahrscheinlich schon wichtig, weil es halt der Rohstoff ist. Was halt besser ist für die Weiterverarbeitung. Als jetzt mit Wasser verdünntes Ammoniak. Ich habe übrigens noch nicht mir 80? 60? Was bedeutet das? Wahrscheinlich für die Ausfahrt oder so? Ich habe keine Ahnung. War gerade eben waren es ja glaube ich 60 Kilometer pro Stunde, ne? Wir müssen nur raus. Schon, wir fahren ja durch Krojavec vorbei. Durch. Oh. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Das waren, glaube ich, 40, die ja auch auf alle Fälle ausgeschildert waren. Für die Ausfahrt. Nimm die Ausfahrt rechts. Schon mir auch jeder, dass ich durch muss. Krajavec, I don't know. Ich erinnere mich nicht. Das geht auch manuell. Manuell geht hier.
Bleibst du oben? Dankeschön. Geiles Ding. Beschleunigen wir mal mehr, dass er auch nicht allzu lange warten muss, der Kollege hinter uns dann jetzt. Wollen ja weiterfahren. Sollte mal ein bisschen mehr Gas geben. Habe ich gehört. Sonst kommt man nicht voran. Du fährst es nicht, ne? Oder nee? Gut, danke schön. Schön, jetzt wieder ein bisschen Landstraße. Wahrscheinlich jetzt, oh Gott. Mir fällt gerade auf, ich habe vergessen zu speichern. Nach der letzten Fahrt. Oh. Interessant. Ich war ein wenig verwirrt von der Beschilderung. Und wieder schön über Fluss rüber. Erster Aufhalt in Kragujevac war es, glaube ich, aber das ist jetzt auch lange her, auch glaube ich 2 Jahre, wo ich da gewesen bin, Promotsmäßig. Deswegen leider alle Angaben ohne Gewehr. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Wo ist denn bei den Wahrzeichen jetzt der Punkt, dass man das aufdeckt? Interessant. Auch interessant die Werbung hier die ganze Zeit. Das kann ich sehr gerade ein bisschen sehen. Nimm die Ausfahrt rechts. Nehmen nicht den Kreisverkehr und decken gleich noch einen Händler auf. Freie Bahn. Wie viel Händler sein? Ich halte mich schon mal links. Wir müssen ja links abbiegen. In Kürze. Immer geradeaus. Händler decken wir nicht auf, den Renault-Händler. Da fahren wir nämlich, glaube ich, gar nicht durch. Entdecken wir nur, wenn wir die Straße durchfahren, glaube ich. Scheint zumindest so. Sonst hätten wir das schon längst aufgedeckt. Oh, sogar wann Transit genutzt werden darf oder nicht fahren darf hier. In Ort, scheinbar. Sehr schön. Es war glaube ich auch anderes, weitaus anderes atmosphärisches Feeling jetzt als ja ich bei Promods vor 2 Jahren. Ich weiß aber nicht, ich weiß aber, dass ich dort glaube ich, also was glaube ich, dass ich dort auf alle Fälle gewesen bin. Promods Profil in der letzten Staffel oder in der aktuellen Staffel. Das war knapp. Man sieht die Ampel kaum. Oh mein Gott, das sah knapp aus. Aber ich muss sagen, das ist echt geil, so durch die
durch die Orte durchzufahren und halt kaum Platz zu haben mit dem LKW. Das ist in... Amerika ganz anders. Hätte ich prinzipiell auch noch bremsen können mit der Stärke der Bremsen, aber... Aber ich dachte mir, vielleicht klappt es ja, und es hat nicht geklappt. Doch, es hat geklappt, wir haben wieder Geld ausgegeben. Wow. Wobei, ich schätze mal, dass so ein gebrauchter LKW auch nur so 80.000 kosten wird. Oh, das ist nur eine rechtsabbiegende Spur, super. Irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Weird. Und weiter geht die wilde Fahrt. Nochmal, ne, ich wollte sagen, ein bisschen Serpentin, aber nee. Geht dann auch später wieder auf Autobahn. Mein Gott, diese Bremsen. Aber cool. Mit dem Trailer, der einfach so steht. Und darauf wartet, abgeholt zu werden. Allein schon das fürs Bild ist nice. Lässt einen zwar auch so ein bisschen so Tandems vermissen. Aber. Willst du nochmal grün? Ja. Oha. Der ist mit seinem Kran aber auch nah dran, ne? Nah dran an unserem wasserfreien Ammoniak. Und wir verlassen Kragujevac Richtung Belgrad. Oh, schön ist wieder diese weite, hügelige Landschaft mit einzelnen Häusern. Kleinen Häuschen. Es wurde ja auch jetzt schon Griechenland angekündigt, dass Griechenland als nächstes kommt, was halt natürlich auch Sinn macht, da wenn man mal auf die Karte schaut. Na, wir haben Italien, wir haben den Westbalkan, Istanbul natürlich auch jetzt mit dem Dings, also ja, hatten wir schon vorher. Aber Griechenland fehlt noch. Das allerdings wird wahrscheinlich auch irgendwann ein kleineres Ding sein, ne? Und danach, wo kann es dann noch hingehen, ne? Also. Vielleicht nochmal. Also Irland wahrscheinlich. Irland und Nordirland. Und ansonsten halt höchstens Nordskandinavien. Weil ich. Ja, gut, ne, obwohl ich gehe mal davon aus. Und halt Ukraine und so, aber ich denke mal, das werden. Also Ukraine, Weißrussland und Russland werden so Sachen sein, die man nicht nochmal anfasst. Zur aktuellen Zeit. Und halt höchstens noch diese beiden Länder, aber. Ich gehe mal davon aus, die würden wahrscheinlich eher mit der Ukraine kommen, so. Also viel ist halt für den Euro-Truck-Simulator halt nicht mehr da, ne? Und Island wird halt auch noch passen. Aber ansonsten... Aber es wird ja auch, glaube ich, dann wieder im 4800 von Elva wird ja auch wieder ein Stream geben, da gehe ich mal von aus, so wie der Ausblick fürs nächste Jahr ist.
von SCR Software. Aber das waren jetzt so meine einfachen, simplen Gedanken. Runter auf 30 für den Kreisverkehr. Ja, auch ein Hotel, weiter Richtung Belgrad, wobei ich glaube, es ist ein großer Kreisverkehr, der würde 40 auch schon klar gehen, aber wenn ihr mal die 30, um gemütlich hier durchzusegeln. Nimm diese Ausfahrt. Diese hier, okay. Dann nehmen wir die. Noch ein Kreisverkehr, ja. Kurz ein bisschen Gas geben. Und wieder runter. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Okay, manchmal muss man auch ein bisschen committen. Ich war kurz davor, bei Bremse zu drücken, aber hat gepasst. Man muss manchmal auch Vertrauen haben, ne? Weil Russland war ja schon mal in Arbeit, aber wurde dann wahrscheinlicherweise auch erstmal aufs Eis gelegt und das wird dann ja auch erstmal so bleiben. Demnächst rechts abbiegen. Aber ich bin sehr gespannt, so was SCR Software fürs nächste Jahr plant. Ich schätze mal, vielleicht wird so neben Griechenland und eventuell Nordskandinavien und Irland, Island und so. Aber es wird dann der Dezember zeigen, was so geplant ist. Also so gesehen gibt es ja noch einiges zu tun in der S2. 60, 40, ich frage mich, was das so bedeuten hat. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Mein Gott, ist ja kuscheln gewesen. Ich muss sagen, man merkt so gar nicht wirklich so, dass wir so 25 Tonnen hinten dran haben, ne? Also mindestens nur 11 Tonnen. Wirkt nicht so schlimm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Runter auf 50. Schon mal im Voraus. Na, jetzt nochmal auf 30. Hier können wir einfach so durch. Oh, das ist sogar noch eng. Ich schätze mal, wenn hier Spezialtransporte durchfahren, dann wird es wahrscheinlich nochmal weggeräumt, quasi. Na klar. Nimm die Ausfahrt rechts. Hoppla, Ausfahrt runter 50. Und dann sind wir auch schon gleich bei Syschemica oder wie auch immer das war. Syschema, ja. Ist ja aber auch hier demnächst links abbiegen. Eine Menge Props. Das zu platzieren ist ja auch schon biege nach links ab. Mühsam.
Bahn, freie Bahn. Können sogar direkt nebendran uns aufs Ohr hauen. Das ist ja wunderbar. Biege nach links ab. Ja. Fast zu schnell gewesen. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Wir haben ja schon wieder eine Nachtfahrt. Ich glaube, ich schlafe dann zweimal, damit wir auch ein bisschen was sehen. Ne? Wir wollen ja was erleben. Immer geradeaus. Mein Gott. Immer diese Schranken, die man dann, für die man das spät bremst. Immer geradeaus. Ja, der ist ja jetzt Kansas gerade am in der Planung. Also wie gesagt, ich bin erfreut, was noch so alles kommt. Aber erstmal wird das hier abgeliefert. Also irgendwie hätte ich auch schon gerne so einen Trailer Paint Job hierfür. Für den, wie das vom Truck. Dass es so ein bisschen übergeht, aber sieht auch so geil aus. Geist aus, nice aus. So, das wollte ich sagen. Eine Mischung aus nice und geil. Geist. ausgezeichnet. Wasserfreies Ammoniak-Fondoskopie nach Belgrad geliefert. 506 Kilometer. 47 Minuten waren das jetzt. Nicht verkehrt. 160 Liter verbraucht. Das für der 149. ETS2 World of Trucks Auftrag. Und es gab 22.000 und 750 Erfahrungspunkte. Wunderbar, Road to the Adriatics 5 von 30, da wir es durch Belgrad auch quasi aufgedeckt haben. Wir haben es jetzt erst gezogen, okay. So, da wollen wir eben kurz zum Dings hinfahren. Das ist auch irgendwie cool, so dieses Industriegebiet, wo man halt nicht automatisch quasi, wo das Industriegebiet quasi nicht das einzelne Firmenprefab ist, sondern quasi ein Industrie-Chemie-Komplex mit verschiedenen Firmen, wo man halt zu zwei verschiedenen Orten halt hinliefert. Interessant, dass hier ein Shopschild ist. Also im Grunde brauche ich hier eigentlich auch gar nicht schauen, wo es vielleicht hingeht, weil es wird eh verschwinden. Der Auftrag. Aber ich werde mir auf alle Fälle jetzt gleich notieren müssen, dass Belgrad und Skopje nichtig sind für weitere Fahrten. Okay, hier können wir noch nicht schlafen. Wir schon uns einfach irgendwo dazwischen. Wir sind ja. Ein Zippo ist aufgeplatzt. Wir sind ja klein, ne? Und ich muss dafür das speichern. Da steht schon mal fest. Aber ich find's eigentlich ganz schön in der Paint Shop. Sieht nice aus, so mit dem
gelb in den Sonnenuntergang. Ja, in dem Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns entweder beim nächsten Halloween-Auftrag wieder oder hier beim nächsten Auftrag, wo wir den Westbalkan oder den Westen vom Balkan und ja, die Straße zum Schwarzen Meer befahren, aufdecken, entdecken. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.